Guckt mal, wo wir sind. Wir sind in einem wunderschönen Park. Und guckt mal, was wir haben. Leckeres Essen. Wie diese Weintraube. Diese Himbeere. Eine Erdbeere. Und wir haben Gemüse, ein Sandwich, Cracker. Aber dazu kommen wir ein bisschen später. Lass uns erst mal spielen. Los! Wow! Dieser Park ist so hübsch! Zum Beispiel diese Pflanzen. Sie sehen aus wie ganz normale Pflanzen. Aber sie sind so schön. Schaut, sie sind so grün und lebendig. Und sie riechen so gut. Wow! Hey, ich habe ein bisschen Hunger. Lass uns was essen. Wow, was ist passiert? Wo sind Sie hin? Oh je, mein Mittagessen ist weg. Hey, Beamter. Na du Blippi, was ist los? Mein Essen war genau hier. Ich habe davon gegessen und es war so lecker. Und dann bin ich da drüben hingegangen, um mir ein paar Pflanzen anzusehen. Und dann bin ich zurückgekommen und alles war weg. Es sieht so aus, als müssten wir das ermitteln. Zum Glück habe ich meinen Ermittlungskoffer dabei. Ich habe eine richtig gute Idee. Ja? Willst du mir helfen, Blippi? Ich würde sehr gern helfen. Ich habe diese Dienstmarke extra für dich. Oh, wow. Wow, schaut mal. Sie hat sogar meinen Namen drauf. Wow, ich fühle mich geehrt. Wow! Und sieh mal, worauf du hergefahren bist. Auf einem Polizeirad. Kann ich es ansehen? Natürlich, Blippi. Cool. Okay, guck mal. Ein Helm. Wow, der beschützt einen gut. Okay, und schaut mal hier oben. Seht ihr das? Ein Licht. Piu, piu, piu. Und der Lenker. Und ein riesengroßes Rad und der Reifen. Und dann ein zweites riesengroßes Rad mit Reifen. Und dann haben wir hier die Pedale und den Ständer. Lass uns den gleich mal wegklappen. Ja. Ja, schau das an. Das hier ist der Ermittlungskoffer, hat er gesagt. Der wird uns helfen, mein Mittagessen zu finden. Aber erst... Lass uns eine Runde fahren. Wow. 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 Das hat so viel Spaß gemacht. Ja, nicht wahr, Blippi? Ja. Ich denke, wir sollten mit der Ermittlung beginnen. Was meinst du? Ja, das denke ich auch. Okay, das Beste ist es, die K9 zu schicken. K9. Das ist ein anderes Wort für einen Hund. Beamter Fischex, schicken Sie die K9. Es geschafft. Polizeihunde haben sehr sensible Nasen und die Polizei verwendet sie, um Leute aufzuspüren und Spuren für die Ermittlung zu finden. Er hat es geschafft. Er hat Beweismaterial gefunden. Ermittler Blippi, das sind die Spuren, die K9 aufgespürt hat. Oh, schaut! Das ist mein Glas. Das ist das Glas, in dem ich mein Wasser hatte. Was macht es da drüben? Das ist das Glas. Was tun wir jetzt? Wir müssen die Beweise in der Tasche sammeln, über die wir vorhin gesprochen haben. Okay. Als erstes müssen wir den Tatort mit Klebeband absperren. Okay. Danke. Oh, schaut mal. Da steht Tatort. Nicht betreten. Oh. Um die Stoßstange rum. Hm?
Wow! Hier, wir können es festknoten. Okay. Ah, jetzt ein Knoten. Hier. Fast geschafft. Gut gemacht, Blippi. Danke. Okay, jetzt ist alles abgesperrt. Und jetzt? Sehr gute Arbeit, Blippi. Danke. Jetzt müssen wir Fotos mit einem Lineal machen. Okay. Okay, los geht's. Wir haben das Lineal. Lass uns das direkt daneben legen. Und dann haben wir unsere Kamera. Ich schalte sie an. Lächeln. Oh, du bist so schön, Glas. Okay, Nahaufnahme. Okay, abgeschaltet. Und hier. Alles klar, jetzt wo wir die Fotos gemacht haben, müssen wir das Beweisstück einsammeln. Okay. Aber erst müssen wir unsere Handschuhe anziehen, damit wir nicht unsere eigenen Fingerabdrücke hinterlassen. Okay, in Ordnung. Wir müssen diese Handschuhe anziehen. Und der erste Handschuh ist blau. Und der zweite Handschuh ist auch blau. So, jetzt habe ich die Handschuhe an. Was jetzt? Okay, jetzt wo die Handschuhe an sind, können wir das Beweisstück in eine Tüte packen. Oh. Die Beweistüte. Okay, hier. Aufheben. Wow. Und jetzt ab in die Tüte. In Ordnung. So, jetzt habe ich es in der Tüte. Und jetzt? Sehr gute Arbeit. Jetzt müssen wir es zum Polizeirevier bringen, um es genauer zu untersuchen. Okay. Wie kommen wir dahin? Nun, wir müssen das Motorrad rufen. Beamter Fischeks, können Sie das Motorrad schicken? Okay. Ich gehe wohl mal das Motorrad treffen. Da vorne auf dich, Blippi. Okay. Wow! Schaut euch das an! Wow! Es ist ein Polizeimotorrad. Und das werden wir verwenden, um das Beweismaterial zu transportieren. Hier, komm her! Wow, schaut mal! Okay, eins nach dem anderen. Lass uns die Beweistüte in die Tasche des Motorrads stecken. Okay, jetzt ist es in Sicherheit. Und hier hinten, hier ist ein Fach mit einem Laptop. Seht ihr? Ein Laptop. Und ein Drucker. Was ist das? Oh, schau! Das ist ein Bild von mir. Oh, gutes Foto. Okay, packen wir das hier ein. Okay. Wow, so viele coole Sachen zu sehen. Aber vielleicht sollte ich erst mal aufsteigen. Wow. Das Motorrad ist echt groß. Viel größer als ein durchschnittliches Motorrad. Okay. Ich zeig euch das. Wobei, erstmal will ich das hier zeigen. Das ist ein Lasermessgerät. Seht ihr? Damit wird die Geschwindigkeit von allen Autos auf der Straße gemessen. Also, man sollte nie höher als die Höchstgeschwindigkeit fahren, denn nur so ist es sicher. Mal schauen, was kann ich noch so zeigen? Oh ja, die Lichter! Guck mal, bereit? Oh, ja! Rote und blaue Lichter, dass jeder weiß, dass es ein Notfall ist. Und was verwendet man noch, um einen Notfall zu zeigen? Eine Sirene. Los geht's. Oh, das ist so laut. Und dann gibt's noch die Hupe. Ja. Und der Polizeibeamte auf dem Motorrad hat das Beweismaterial zur Wache gebracht. Wow, schaut, wir sind im Spurenraum mit unserem Beweismittel. Hey, wie geht's? Hey, gut. Okay, das ist das Beweisstück. Und jetzt? Wir werden es auf Fingerabdrücke untersuchen. Okay, und wie machen wir das? Erst braucht man seinen Laborkittel. Oh, Laborkittel. Schaut. Ja, er ist blau. Wow, ich mag die Farbe blau. Es ist eine meiner zwei Lieblingsfarben. Blau ist die eine, orange die andere. Alles klar, ich habe meinen Laborkittel an. Und jetzt? Jetzt brauchst du deine Handschuhe. Handschuhe. Sind die... Okay, scheint, als wären sie hier. Schaut mal die an. Blaue Plastikhandschuhe. So, wir tragen die Handschuhe, um nicht unsere eigenen Fingerabdrücke auf den Beweisen zu hinterlassen. Okay, jetzt habe ich die Handschuhe an. Und jetzt? Jetzt musst du das braune Papier runterziehen. Okay. Wow, los geht's. Danke. Wow.
braunes Papier. Okay. Okay. So. Jetzt kannst du hier rüberkommen. Okay, alles klar. Alles klar. Wir haben das Papier hier und die Handschuhe an. So, was brauchst du jetzt? Jetzt brauchst du Werkzeug. Okay, mal sehen. Zuerst brauchst du dein Fingerabdruckpuder. Schaut mal das Puder an. Es ist schwarz. Okay. Als nächstes brauchst du einen Pinsel. Pinsel? Seht den Pinsel an. Und was mache ich jetzt? Na, jetzt nimmst du das Glas aus der Tüte. Okay. Ich nehme das. Okay. Jetzt nimm ein bisschen Puder mit dem Pinsel auf. Okay. Nur ein bisschen. So. Ich hab Puder. Habt ihr das gesehen? Und jetzt? Jetzt tupfe das Puder auf die Fingerabdrücke, wie eine Fee, die auf dem See tanzt. Wow. Fee auf einem See. Das mag ich. Du bist witzig. Okay, los geht's. Alles klar. Wow, es zeigt was. Wow, alles klar. Okay, ich nehme das. Okay. Und jetzt brauchst du etwas, um die Fingerabdrücke abzunehmen. Fingerabdruckfolie. Die sieht aus wie ein Aufkleber. So, kannst du das für mich halten? Klar. Okay, jetzt werde ich es abziehen. Das ist super klebrig. Und jetzt packe ich das hier hin. Wow, so macht man das. Wow, okay. Und soll ich es abziehen? Pell es vorsichtig ab. Okay. Ganz genau. Geschafft. Wow, okay, wir klappen es zu wie ein Buch. Und schaut mal. Wow, wir haben einen Fingerabdruck vom Glas abgenommen. Ja, dem Beweisglas. Okay, so, ich gebe dir das. Okay. Und was mache ich jetzt mit dem Glas? Das Glas muss zurück in eine Papiertüte. Okay, so, ich hole die Papiertüte. Okay. Und los geht's. Mal schauen. Perfekt. Hier ist die Papiertüte. Hier. Okay. Und jetzt? Jetzt musst du die Papiertüte mit Klebeband verschließen. Okay, Klebeband. Okay, schaut mal. Klebeband. Verschließen. Alles klar. Es ist dicht verschlossen. Was jetzt? Vergiss nicht, es zu unterschreiben. Ich muss unterschreiben. Könnt ihr meinen Namen mit mir buchstabieren? Bereit? B-L-I-P-P-I. Blippi. Gute Arbeit. In Ordnung. Lass uns den Stift zurücktun. Jetzt, wo das Beweismaterial verpackt und verschlossen ist, müssen wir es in das Beweisfach legen. Wow, hier lang. Was ist das? Hallo, Flippy. Hier, ich habe Beweismaterial für dich. Oh, danke. Wir haben die Ergebnisse von den Abdrücken. Oh, wow, seht mal. Ein Foto von einem Waschbären. Ein Waschbär hat mein Essen gegessen. Hey, ich bin's, Blippi. Und heute sind wir im Fantastic Playtorium im Elderwood Einkaufszentrum in Linwood, Washington. Los geht's. Viel Spaß. Viel Spaß. Hey. Okay, bevor ich spielen kann, muss ich meine Schuhe ausziehen. Einen Schuh. Hey, schaut mal meine Schuhe an. Zwei Schuhe. Eins, zwei. Alles klar, los geht's. Hey, High Five. Okay, kommt mit. Was ist das da drüben? Boah, kannst du mir zeigen, wie man das macht? Sie rutschen die Rutsche runter. Oh, gut gemacht. Ohoho. Okay, du bist dran. Du kannst rutschen. Oh. Alles klar, ich bin dran. Ohoho. Es gibt hier so viele tolle Sachen zu sehen und zu tun. Oh,
Wow, was ist das? Wow, man kann da durchgucken. Wow. Hey, sehen? Das ist einer unserer fünf Sinne. Seht ihr meine Augen? Genau, schaut mal. Oh. Kann ich das auch? Oh, klar kannst du das. Was siehst du? Man tut es auf seine Augen. Oh, klasse. Schaut euch die an. Guckt mal. Ich setze diese Brille auf mein Gesicht. Schaut mir zu. Kann ich auch mal ausprobieren? Klar. Seht ihr, Brillen helfen manchen Menschen zu sehen. Okay. Es ist lustig. Wow. Kommt, wir spielen mehr, damit wir noch mehr über die fünf Sinne lernen können. Habt ihr das gesehen? Ich habe gerade diese Bälle aus der orangenen und blauen Kanone geschossen. Oh, schaut mal. Ich frage mich, was passiert, wenn ich diesen Knopf drücke. Schaut, Luft wird von unten nach oben gedrückt und lässt diese Bälle in der Luft schweben. Das ist klasse! Oh, was ist das? Schaut, es ist eine orangene Socke. Socken stinken manchmal. Und manchmal riechen sie gut. Wenn sie frisch gewaschen sind natürlich. Kommt, wir riechen die Socke. Oh, Jemand muss die Socke gerade getragen haben. Hey, ich habe eine Idee. Vielleicht können wir Raumspray verwenden. Dann riecht sie gut. Ah, so frisch. Ich liebe den Geruchssinn, weil man so den Tag genießen kann, sogar mit geschlossenen Augen. Was rieche ich da? Oh, ich rieche eine Blume. Und was rieche ich jetzt? Genau, ich rieche leckeres Essen. Alles klar, kommt, wir spielen noch mehr. Diese Kugel war klasse. Oh, hey, schaut mal da. Es ist leckerer Saft. Lecker. Ich liebe Saft. Und schaut mal. Hier ist Obst. Öffnen wir es mal. Alles klar. Super lecker. Hey, habt ihr euch jemals gefragt, warum Essen manchmal so gut und manchmal so schlecht schmeckt? Das ist, weil wir einen Mund haben, mit dem man Dinge schmecken kann. Das ist einer unserer fünf Sinne. Ich liebe leckere Sachen. So wie Saft und gesundes Obst. In Ordnung. Kommt, wir spielen mehr. Los geht's! Mit. Oh, alles klar. Ich muss balancieren. Oh, ich halte mich hier fest, sodass ich mein Gleichgewicht
gut halten kann. Wow, oh, oh. Und wow, was sind die da? Oh, ein süßes kleines Kuscheltier. Oh, es ist so weich. Hey, wenn ich dieses Tier berühre, verwende ich einen meiner 5 Sinne. Genau, den Tastsinn. Wenn man etwas anfasst, oh, so weich. Was ist das denn? Ich weiß nicht, was das ist, aber sie haben meine 2 Lieblingsfarben. Wir haben einen orangenen Ball und einen blauen Ball. Die fühlen sich komisch auf meinem Gesicht an. Alles klar, kommt, wir gehen wieder spielen. Oh, was ist das? Schaut mal, es ist blauer Schleim. Oh, oh, oh. Oh, guckt mal. Er fühlt sich so glitschig an, wenn ich ihn mit meinen Händen berühre. Genau, erinnert ihr euch? Der Tastsinn ist einer eurer 5 Sinne. Man kann seine Hände verwenden, um Dinge zu ertasten und zu erfühlen. Genau wie diesen Schleim. Seht ihr, wie meine Hände durch den Schleim gehen? Es fühlt sich so komisch an. Okay, das reicht jetzt. Alles klar. Jetzt können wir weiterspielen gehen. Alles klar, kommt mit. Oh, schaut euch das an. Kommt her. Es ist ein pinker Ball mit Spitzen. Oh, habt ihr das gehört? Er macht Geräusche. Oh, apropos. Schaut mal. Ich habe 3 Dinge. Und hey, wenn man Geräusche hört, hört man sie mit den Ohren. Genau. Und das ist einer unserer Sinne. Dinge hören können. So wie das hier. Genau. Ich habe diese Klingel gehört. Und eine Pfeife. Hört mal. Oh, und ein Musikinstrument. Hört mal zu. Alles klar, na mal sehen. Welches Lied soll ich spielen? Ich weiß, das Baggerlied. Ich bin ein Schaufelbagger. Schaufel jeden Tag, grabe Löcher und frag mich, was ich wohl find. Ein Erderkunder, ich bin ein Schaufelbagger. Könnt ihr nicht sehen, ich hab keine Zehen. Ich roll auf Ketten, so komm ich zum Ziel. Ich bin ein Schaufelbagger. Zu spielen. Ich bring's euch bei. Ihr müsst nur so euren Arm hochheben, so wie der Arm des Baggers, und anfangen zu schaufeln. Das macht Spaß.
Spaß! Ich hab ne Fahrerkabine, wo der Fahrer sitzt. Der steuert den Bagger, wenn er schaufelt und gräbt. Ein Löchergraber, ich bin ein Schaufelbagger. Ich arbeite den ganzen Tag. Schläfst du denn nie? Keine Zeit für Schlaf. Ein Schaufelbagger, Schaufelbagger. Hey, Dreck, mach dich vom Acker. Ich bin ein Schaufelbagger, Schaufelbagger, Schaufelbagger. Ich liebe es, Dinge hören zu können. Na gut, lasst uns spielen gehen. Und mehr Sachen hören, während wir spielen. Na los! Kannst du da drauf klettern? Wow, gut gemacht! Wow, wow, was ist das? Guckt mal, wow! Ein Ball mit Stacheln! Oh, oh. Seht ihr diesen Ball? Er ist richtig groß und hat Stacheln. Wir schauen die Farben an. Das ist grün und gelb. Pass auf. Oh, guckt mal, ein Drehding. Alles klar. Willst du drauf sitzen? In Ordnung, los geht's! Oh, ui! Ja, gut gemacht! Okay, jetzt sitzt mal so. Setz dich so hin und halt dich fest. Festhalten. Oh, ui! Oh. Alles klar, na bitte! Oh wow, schaut mal! Willst du da drauf? Oh, oh, oi. Wow, okay, ich gehe hier lang zurück. Ich bin beim Höchsten. Wisst ihr, welche Farbe das ist? Genau, das ist gelb. Kommt mit! Passt hier auf! Wo gehen wir hin? Zeigt mir den Weg. Na los. Oh, es ist ein Trampolin. Alles klar, springen wir auf dem Trampolin. Oh, schaut mal, wie ich springe auf dem Trampolin. Oh, oh, das macht so viel Spaß. Na los. Kommt mit mir. Was ist das? Es ist ein Affe? Okay, okay, kommt mit. Okay, alles klar. Rutschen wir die Rutsche runter. Tschüss. Okay, ich bin dran. Thank you.
Es hat so viel Spaß gemacht, über unsere fünf Sinne zu lernen. Geschmack, Geruch, Sehen, Hören und Fühlen. Na, vielen Dank an das Fantastic Playtorium, wo der Spaß für Kinder nie aufhört, die dieses Video möglich gemacht haben. Und das ist das Ende des Videos. Und wenn ihr mehr meiner Videos gucken wollt, müsst ihr einfach meinen Namen suchen. Buchstabiert ihr ihn mit mir? B-L-I-P-P-I. Blippi. Gut gemacht. Tschüss. Wanna show